Wir werden nun den Task Manager kennenlernen. Wir können den Task Manager im Suchfeld suchen und dann öffnen. Falls diese Option aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, gibt es immer noch die Möglichkeit, mit den Tasten Ctrl, Alt und Delete gleichzeitig den Task Manager auszuwählen. Was ist der Task Manager und für was brauchen wir diesen? Der Task Manager ist sozusagen der Chef aller Programme. Wenn ihr auf Mehr Details drückt, seht ihr, dass er alle Programme aufzeigt, welche auf eurem Computer am Laufen sind. Viele davon laufen im Hintergrund und interessieren uns meistens nicht. Mit dem Task Manager können wir ausgewählte Programme mit Gewalt schließen, falls diese aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren oder eingefroren sind. Ein kleines Beispiel. Wir haben unser Spiel Candy Crush aufgemacht. Dieses lässt sich aus irgendeinem Grund nicht mehr schließen. Wir öffnen somit den Task Manager. Und drücken auf CPU, um das Programm mit der größten Prozessorbelastung zu finden. Heißt, das Programm, welches euren Computer am stärksten beansprucht. Wie ihr hier seht, ist Candy Crush sichtbar. Alternativ könnt ihr auch auf Arbeitsspeicher drücken. Hier sieht man Candy Crush auch. Wir wählen das Programm aus. Achtet dabei, dass ihr das richtige Programm ausgewählt habt, welches ihr schließen möchtet. Und anschließend kann ich auf Task beenden drücken. Wichtig dabei, beendet niemals Prozesse, welche ihr nicht kennt. Die meisten sind wichtig für ein funktionierendes Betriebssystem. Das zwangsmäßige Schließen kann zu Problemen führen. Somit solltet ihr sicher sein, dass das ausgewählte Programm das Richtige ist. Ich habe nun Candy Crush mit dem Task Manager zwangsweise geschlossen. Ihr kennt das sicher auch, ihr startet den Computer und mit dem Starten des Computers starten sich auch andere Programme, welche ihr immer wieder schließen müsst. Auch dafür kann der Task Manager eingesetzt werden. Und zwar gehen wir zum Reiter Autostart. Hier werden Programme angezeigt, welche sich zum Beispiel mit dem Computerstart aufstarten. Im Falle von Skype, wie ihr hier seht, Status ist aktiviert. Somit startet sich dieses Programm automatisch auf. Das wollen wir jedoch nicht, da wir Skype nicht verwenden. Indem ich das Programm auswähle und auf Deaktivieren drücke, verhindere ich das automatische Aufstarten von Skype. Dies solltet ihr nur für Programme machen, die ihr kennt und neu installiert habt, da diese sich automatisch oder viele von den Programmen sich automatisch auf einen Autostart im Autostart aktivieren.